Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da bei Mauerhausi? Die Gruppe da, mein Zuckerrübenfeld, möchte da Weizen sehen. Gruppen nur oberflächlich, da das Feld ziemlich nass ist und ja, es hat da Spuren des Holmers, der da darüber gefahren ist. Die muss sich zuerst auflocken, damit überhaupt die Erde trocknen kann. Und ich hoffe, vielleicht Montag kann ich da sehen. So sieht es. Super, die auch. Aber die Erde ist nass, feucht. Man kann Bauern machen. Aber überhaupt nichts vom Krümmlig. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe bis Montag. Dienstag ist Wetterwechsel angesagt. Ich probiere, wenn es geht, sehe ich Weizen. Und sonst nicht. Und sonst nächstes Jahr Mais oder die Eiweißerbsen. Ich weiß noch nicht. Übrigens fahre ich diesen Sonntag nach Deutschland in Rosenhof Ettenbühl mit meiner Frau. Ist in Bad Bellingen-Hertingen und vielleicht fahre ich noch weiter, speziell jetzt da für den Oliver vom Gutshof Emmendingen. Vielleicht siehst du da mein Video. Würde dich gerne besuchen, schreibe dir noch auf Facebook. Wenn du am Sonntag zu Hause bist, würde ich sonst schnell bei dir durchfahren. Wollen wir mal sehen, ne? Aber nur, wenn es möglich ist, wenn du zu Hause bist, nicht extra zu Hause bleiben für mich, ne? Gell, Oliver? Das ist ein Grupper des Maschinenring Erdingen. Gebaut wurde der von der Firma Althaus aus Erdingen. Ist schon viele Jahre im Einsatz. Ist ein leichter Grupper. Eignet sich jetzt gut, um da ein bisschen die Erde zu Luft in die Erde zu bringen, damit die trocknen kann. Arbeitet.